Beim Dreh seines neuen Films 13 Lives hatte Colin Farrell mit Panikattacken zu kämpfen. Er musste mehrere Szenen unter Wasser drehen, wie er im Interview mit Entertainment Tonight erzählte. Die Aufgabe beschrieb er in einem Wort: schrecklich. Zwar wurden die meisten Szenen von professionellen Tauchern gedreht, allerdings waren die engen Höhlen und das Wasser furchterregend. Ich hatte Panikattacken unter Wasser, erzählte Farrell weiter. Dass er unter Wasser nicht nach oben schauen konnte, hatte für Chaos in seinem Kopf gesorgt. Das Set mit den nachgebauten Tham Luang-Höhlen in Thailand war dennoch beeindruckend. Der Film 13 Lives handelt von der Geschichte, als ein thailändisches Jugendfußballteam samt Trainer in einer gefluteten Höhle gefangen gewesen war. Die Story beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Rettung der Eingeschlossenen dauerte vom 23. Juni bis zum 10. Juli 2018.